Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warship. Ich habe gestern noch weitergespielt, so wie meistens eigentlich. Und da habe ich jetzt in den neu, also im Vierer. Dann habe ich in den Vierer neu. Und den Vierer. Das sind meine drei neuen Schiffis. Vielleicht kommt ja einer von den dreien dran. Würde mich sehr freuen. Ich habe die gestern auch schon gespielt. Und ich glaube, ein paar habe ich auch gewertet. Ich gehe mal auf Module schauen. Ja, ich glaube, den hatte ich schon vorher gehabt. Ja, den hatte ich schon mal vorher. Aber der ist neu. Den habe ich noch nicht weiter aufgewertet. Und der ist noch gar nichts aufgewertet. Der Kuma. Gut. Dann werde ich mal würfeln. Ach, übrigens, ich habe jetzt mein 8. Würfel rausgeholt. Weil es sind hier 8 Schiffe. Warum würfel ich dann mal mit 2 6er Würfel? Ich kann ja auch gleich mit den 8er Würfel würfeln. Ist auch besser. Kommt auf jeden Fall jeder dran. Waren 6er, 2 6er. Wenn die ersten 4 hier doppelt rankommen, bis auf der erste. So, und jetzt würfel ich aber. Eine 5. Das ist der hier. Nochmal nachsehen. 1, 2, 3, 4, 5. So, und starten wir mal gleich das Gefecht. Und schau mal, wie es läuft. Also mit dem Zerstörer bin ich ja immer sehr gerne unterwegs. Das sage ich sehr gerne. Ich wiederhole mich auch gerne. So, let's go. Ach, wir können mal die anderen Schiffe anschauen. Der ist genauso gut, der ist schlechter wie ich. Der ist in 4 Sachen besser, in 2 schlechter. Ach, da bin ich auch schlecht, obwohl der schlechter wie ich. Sag ich jetzt mal. Der ist schlechter. Der schlechter. Der besser. Oh. Ein gekaufter. Warte mal, war hier sonst noch ein gekaufter? Nee, der ist auf jeden Fall gekauft. Nee, ich wollte über ein. Ah, egal. Egal, egal. Die Schlacht beginnt. Ich habe mir jetzt auch hier so an der Seite eine Flagge rangemacht. Wie hier. Die Flagge heißt Zulu. War irgendwas mit Japan, die Sulu-Flagge. Das habe ich mir gedacht. Japanisches Schiff, was zu Japan, die Flagge. Die habe ich auch nur bei meinen japanischen Schiffen dran gemacht. Wie weit ist die Reichweite von denen? Ja, okay, es geht. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. So. Also oben müsste ein Flugzeugträger sein und unten.
Oh, die schießen auf mich. Maschinenboost aktiviert. Nebelwerfer gestartet. Nebelwand gelegt. Torpedos auf Backbord. So, ausgewichen. Ach, der Flugzeugträger bisst sich nach oben. So. Torpedos achte aus. Nein, falsche Richtung. Boah. Das war ja richtig knapp. Ach doch, doch getroffen. Ah, das gibt's doch nicht. Keiner hinten geblieben. Jetzt kommt noch ein Schuss, da ist er kaputt. Ich. Torpedos auf Backbord! Torpedos direkt voraus! Ach, Mensch! Kann doch nicht wahr sein! Warum steht hier hinten keiner? Hey. Gefecht verlassen, jawohl! Gleich würfeln und. Eine 4. Ja, dann sollte es wohl nicht sein, dass wir mit dem 4er spielen. Mal weiter würfeln. Jetzt habe ich eine 2. Das wäre ein 4er. Eine 6. Das wäre auch ein 4er. Na super. Jetzt haben wir Pech. Aber wieder ein Zerstörer. So, Gefecht starten. Da müssen wir schon so ein bisschen warten. Können wir uns mal das Schiff anschauen hier. Vielleicht steht hier einer draußen und winkt. Sieht nicht danach aus. Guck mal, die haben hier Schienen drauf. Streifen sehen aus wie Schienen. Oh, was geht los?
Endstation. So. Seht ihr, bei denen habe ich zum Beispiel die Sulu-Flagge nicht dabei. Ich habe noch ganz viele andere Flaggen, die könnt ihr auch noch haben machen. Ah, ich weiß nicht, wozu die gehören. Sieht doch scheiße aus, wenn ich an ein amerikanischen Schiff eine Dingensflagge mache. Eine japanische. Würde ich so sagen. Obwohl, das war ja kein amerikanischer, das war ja jetzt hier ein. Was war das? Was fahre ich denn jetzt? Spanisch? Nicht, den hatte ich vorher gehabt. Der Deutsche ist ganz. Die Amis sind die ersten drei. Wer ist denn auf dem vierten Platz gewesen? Wem gehört diese Flagge? China? Keine Ahnung. Obwohl China hat nicht so eine Flagge. Oder hat die Marine so eine Flagge? Torpedos Reichweite? Kurz. Ach, Russe, kurz. Ja. Ich sag kurz, dann fällt mir der Name ein. Die kurzen Russen. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Maschinenschaden. Kein Problem, reparieren wir. Oh, 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 oh. Problem gelöst. Super, jetzt das nächste. Torpedos gestartet. Maschinenboost aktiviert. Torpedos auf Backbord. Gelegt. Ich muss zurück. Nein, hat mich getroffen. Ah, und der auch. Und das war's. What the fuck? Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Ah, nur eine Runde. Eine 8. Ach, das ist der Deutsche. Wieder kein Vierer. Jetzt würfel ich, jetzt kommt wieder ein Vierer. Pass auf. Warte. Eine 4. Ne, der ist gerade im Kampf. Eine 4. Ist im Kampf. Eine 4. Eine 6. 6 war. Keine Ahnung. Egal. Egal. Ich glaube, 6 war kein Vierer. Das war auch ein Dreier. Das war von den. Wer war das? Von den Japanern. Könnte auch der sein. Salz. So, jetzt ist die letzte Schlacht und dann das war's dann für heute.
Ach ja, immer diese Wartezeit hier. Niemand will mit mir spielen. Drei Leute in der Nähe suchen einen Schlachtzug. Zufälliges Gefecht. Vier Leute. Fünf. Sechs. Sieben. Fünf. Acht. Neun. Maximale Wartezeit für diese Zufallsgefecht ist nicht länger als 5 Minuten. 10, 12, 4. Oh, 5, 6, 7, 9. Ach ja, was soll's. Solange wie ich jetzt gerade warte, habe ich noch nie gewartet bei dem Spiel. Ich probiere mal den Achterwürfel auf der Spitze drehen zu lassen. Nee, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Oh, der hat sich ein paar Mal gedreht, aber schaffe ich immer noch nicht. Oh, schon wieder ein paar Mal, wird immer besser. Nee, da war nix. Oh, der war auch gut. Was passiert, wenn die Wartezeit länger wie 5 Minuten ist? Bekomme ich dann ein Boot geschenkt? Oh, da. Es geht los. Oh, der war gut. Der war gut. Der geht. Oh yeah. Das war mal richtig gut. Das war gerade mein längster. So. Drücke Sie B um. Was war das? Ach, egal. Schauen wir uns mal den Gegner an. Elite, Elite. Elite, 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 Elite. Die haben alle Elite, bis auf der erste. Okay, hier auch, bis auf ich und der hier. Der nächste Elite, der nächste Elite und der nächste Elite. So, dann geben wir schon mal Gas. So. Auf V. Der Mal wird auch eine Schnellrunde. 7 gegen 7. Die Schlacht beginnt. Viel Glück und ruhige Wasser. Überleben. Oben, unten oder in der Mitte. Also, wenn man auf der Minimap schaut. Ja, oben, unten oder in der Mitte. Oben. Unten oder in der Mitte. Ich glaube, ich gehe mal nach oben lang. Weil ich bin ja ziemlich weit oben. Deswegen gehe ich oben lang. Die deutsche Flagge dort im Loch. Oder was soll das da sein? Ein Loch nicht. Und ein schwarzer Schmutzfleck.
bin ich gespannt, wo der Gegner auftaucht. Ob der bei uns hier oben auftaucht, unten oder in der Mitte. Oder ob er sich auch so aufteilt. Wenn was der eine AFK. Der da hinten. Der. AFK. Und das sind dann die Leute, die am meisten meckern, von wegen warum haben wir verloren. Hier haben wir noch zwei AFK. Der. Und der. Okay, der fährt jetzt los. Hilfe ist auf dem Weg. Und der fährt jetzt auch los. Ah, jetzt sind die anderen. Es sind alle da. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Da ist schon mal einer. Fährt der jetzt auch noch hier lang? Ich dachte, da bleibt sie in der Mitte. Da ist ein. Ach, ich hab scheiße falsche Munition drin. So, das war der erste. Reparieren. Kaputt, ziehen irgendwie nichts ab. Nein. Hauptturm kritisch beschädigt. Kritischer Maschinenschaden. Ah, Mist. Haben sie mich doch noch erwischt. Na gut. Ach, das waren die letzte Runde für heute. Und ich denke mal, die werden die Runde gewinnen. Weil wir haben schon 4 Verluste und die erst 2. Zurück zum Hafen. Jawohl. So, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.